Hallo liebe Freunde, es ist jetzt der 12. Oktober, heute in der Früh jetzt einen Grad gehabt, jetzt momentan hat es so 3-4 Grad, auf die Berge ist schon Schnee, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist weit weg, mit der kleinen Kamera kann man es nicht so sehen, da hinten sieht man, und jetzt ist echt Zeit, die Standheizung einzuschalten, jetzt kontrolliere ich mal schnell, ob ich noch Heizöl habe. Der ist jetzt 6 Monate gestanden. Ja, ist noch drin. 6 Monate. Meine 111 Euro China-Heizung. Und jetzt gehen wir sie einschalten. Die habe ich auch nicht irgendwie leer gefahren. Die habe ich einfach ausgeschalten Ende April. Das Display habe ich ausgesteckt. Das muss ich jetzt da wieder reinstecken. Ich hoffe, ich schaffe es mit einer Hand. Okay, passt, das ist jetzt eingesteckt. Das habe ich so gemacht, weil die Farben zusammenstimmen. Der Stecker vom Display hat nämlich nicht gepasst auf den Stecker von der Standheizung. Deswegen haben sie mir eine nagelneue Heizung geschickt, eine komplett eine gleiche, aber hat auch keine Stecker gehabt. Das war total witzig. Da drin, wenn man den Boden rausnimmt, ist das gute Stück verbaut. Die Heizung, die Pumpe, der Filter, da ist auch noch Heizöl rein. Okay, da ist die Sicherung für 12 Volt. Jetzt gehen wir starten. Schauen wir mal, ob das geht. Ja. Wahrscheinlich muss ich jetzt alles neu programmieren. Oder ist das in der Pumpe programmiert? On. Und es bewegt sich was. Also das Display läuft einmal an. Gehen wir mal schauen, ob das, ja, Heizung reagiert. Servus. Grüß dich. Servus, wie darfst du? Ich mache gerade ein Video über die Standheizung. Ich wollte mich ein paar Sachen fragen. Ein Kunde ist da und will mich ein paar Sachen fragen. Egal, wir lassen die dabei anlaufen. Und wir schauen in 5 Minuten nochmal, wie weit wir sein. Jetzt bist du auf YouTube. Jetzt hast du es geschafft. Sag YouTube. Hi YouTube. Hi YouTube. Sie hat auch schon, sie hat schon gezündet. Man hört die Pumpe. Die Pumpe klackert. Die Heizung läuft. Man riecht aber noch nichts und man sieht nichts. Da hinten ist der Auspuff. Der röchelt auch schon ganz gut, aber man sieht nichts. Ich verstehe nicht, dass der nicht kein bisschen Rauch abgibt. Nichts, weißt du? Kein Rauch. Normal, wenn ich halt eine Standheizung starte, ich kenne es von meinem Auto, dann habe ich zuerst einmal eine Rauchwolke, ne, wenn die zündet. Und das Ding ist ein billiges 111 Euro China Standheizung Gerät. Das ist ja irre, sowas, ne? Ja, ja. Ja, Auspuff ist schon heiß. Die Hunde biegen immer meinen Auspuff da rein. Wieder vorbei davon. Oh ja. Also die läuft. Das passt. Die heizt. Schön heiß und Abgas. Und ich gerade auf die Pflanze so. Ja. Schön heiß. Ja, das passt. Da raucht was anders, gell? Das raucht, weil das Rohr heiß wird und irgendwas ist auf dem Rohr oben. Das ist Feuchtigkeit, glaube ich, auf dem Rohr. Also das, normal müsst ihr ja da rausrauchen, wenn es von der Zündung ist. Das ist leider, weil das Rohr feucht ist. Aber da raucht es auch schon. Jetzt gehen wir mal reinschauen. Jetzt läuft sie Vollgas. Volle Power. Schön heiß, schön warm. Scheint einmal alles okay zu sein. Der erste Start ist einmal geglückt. Da sieht man, dass er voll erschlafft.
Warte mal, so. Irgendwo kann man das sehen. Ich weiß ja nicht mehr wo. Ja, das ist irgendwas anders. Naja, da 10 Grad hat es momentan. Da erinnern. Und auf 17 Grad ist sie eingestellt. Also das hat der Speicher alles behalten. Ich habe sie auf 17 Grad eingestellt. Wenn sie jetzt unter 17 Grad fallen würde, die Temperatur da herinnen, dann läuft sie immer volllast. Dann hört sie so schnell wie möglich wieder rauf. Wenn die Temperatur über 17 Grad ist, also 20, 24, dann schaltet sie auf ganz kleine Flamme, wo ich eingestellt habe. Schaltet aber nicht ab. Also das kann dann irgendwann einmal 30 Grad auch haben, das schaltet dann nicht ab. Das Einzige, was der Thermostat macht, ist unter 17 Grad volllast. Warum habe ich das gemacht? Weil ich die komplett durchlaufen lasse. 24 Stunden läuft die jetzt durch. Unterm Tag brauche ich es nicht so heiß. Da läuft sie auf ganz kleiner Flamme. Da hat es drinnen so zwischen 22 und 24 Grad. Das ist perfekt. Wenn es wärmer wird, dann hebst du es nicht aus. Nachher muss ich sie sowieso ausschalten. Wird es aber kälter in der Nacht, unter 17 Grad drinnen, dann heizt sie nach. Und auf kleiner Flamme habe ich sie laufen. Unterm Tag, weil sie den Stau nicht aushalten. Die tat so den kleinen Raum so erwärmen, das war einfach zu viel. Ne? Obwohl die Leute 2 kW hat, das ist die kleinste, was es gibt. Jetzt müssen wir warten, bis da drinnen die Temperatur steigt. Und dann schauen wir wieder, was sie macht. Dann müsste sie eigentlich wieder auf kleine Flamme fahren. Ich habe nämlich die Leistung reduziert mit der Taktfrequenz von der Pumpe. Die habe ich auf, glaube ich, 1,1 oder 1,2 Hertz gestellt. Das ist gerade noch so viel, dass man da einen roten Strich sieht. Kälter ist nicht so ratsam. Da könnt ihr auf den Kanal vom Origin Doma schalten einmal. Braucht es leer auf YouTube Origin Doma eingeben. Dann 6 Standheizungen, wie die zerlegt werden, wie da die Glühkerzen getauscht werden und entrust werden, die Standheizungen, das ist voll interessant. Aber wenn die kälter läuft, dass wir also nur mit gelben Striche läuft, dann würde sie innen drinnen verrußen, gell? Und das möchte ich vermeiden. Deswegen habe ich jetzt die Lüftergeschwindigkeit und die Taktfrequenz so angepasst, dass sie einen roten Strich noch habe. Und mit der Leistung braucht sie leider 0,1 Liter pro Stunde. 0,1 Liter pro Stunde. Und deswegen kann man es ja problemlos durchlaufen lassen, weil so wenig Energieverbrauch. Und jetzt warten wir mal ab. Schalte mal auf. Aha, jetzt hat es schon bald 12 Grad. Es wird wärmer. Ah, das ist die Volt. Volt. Die Stromaufnahme, die schwankt zwischen 11,9 und 12 Volt so. Die Meereshöhe, das ist immer abhängig vom Luftdruck. Da steht manchmal 640, manchmal 566 wie jetzt. Oder eben dazwischen rein, ganz unterschiedlich vom Luftdruck her. Ich glaube, da stellt sich die Standheizung irgendwie einer auf das. Aber das weiß ich nicht so genau, ist eine Annahme. Jetzt sind wir bei 11 Grad. Ja, warten wir mal ab. Jetzt läuft sie mal seit einer guten Stunde. Im Auto hat es jetzt so 20 Grad. Die Temperatur kann man, also wie heiß sie jetzt läuft, sieht man da. Ich habe sie mit 1 Hertz Taktfrequenz laufen, das hört man an der Pumpe. Also die pumpt sehr langsam. Der Lüfter ist herunten auf 1900 Umdrehungen. Und herinnen ist fein warm. Wunderbar. Also der erste Start nach 6 Monaten wirklich super gelungen. Kein Problem, kein Zicken. Da kommt schön warm raus. Man kann es leider nicht fühlen, sondern man kann es auch nicht sehen. Gell? Ja, also lässig. Da haben wir jetzt etwas wärmer wieder im Winter. Das ist eine echte Verbesserung. Da habe ich 15 Jahre lang gefroren, für was? Echt lässig. Und die läuft jetzt durch. 24 Stunden, bis es wieder wärmer wird.
Danke fürs Zuschauen. Und ich verlinke euch die Playlist, wenn es jemanden interessiert, vom Auspacken, vom Installieren, mit den Problemchen. Danke, bis bald. Ciao.